So. Naja, die kann kurz warten. Oh, hoppla. Ach, egal. Und zweimal Banane. Naja, Punktabzug. Halt, kurz auf den Grill schauen. Der Grill ist wichtiger. Weil wir können noch so gut bauen, wenn die Pfannkuchen verbrannt sind, schmeckt's einfach nicht. Oh, jetzt aber. Na, ist noch kurz Zeit. Können wir erstmal anfangen zu bauen. Viermal Butter diesmal. Danach holen wir erstmal die Kohlen aus dem Feuer, beziehungsweise Pancakes. Nee, schnell noch Bestellung aufnehmen. Sascha. Sascha ist so ein typischer Name, der ist für Männer und Frauen, aber für mich wird das irgendwie immer ein Männername bleiben. Ich weiß auch nicht. Ich würde mein Kind jedenfalls... Achso, ich habe ja noch einen hier. Ich würde mein Kind nie... Also, wenn ich ein Mädchen hätte, niemals Sascha nennen. Weiß nicht, das ist... komisch. Und jetzt müssen wir uns wenigstens nur noch aufs Bauen und Bestellung annehmen konzentrieren. Ihr meintet zwar vielleicht, wir haben jetzt schon fast alles, aber da kommt noch so viel dazu und so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Pancakes bauen kann. Als das Spiel ist, ich habe ja anfangs gedacht, wo ich das erstmal gespielt habe, oh ja, jetzt bin ich schon fast durch, jetzt habe ich schon fast alles. Aber da kommt noch einiges. Oh, Star Customer. Ninjoy. Die sollten wir auf jeden Fall nicht enttäuschen, sonst haut ihr unseren Laden zu klein, Holz. Oh, ich merke gerade, wir haben nicht genug. Oh, zwei hätten eigentlich gereicht, aber egal. So. Mein Tipp, Miracle Whip. Und die Hälfte geht mal daneben. Bei den Bären hoffentlich nicht so viel. Es gibt alles Punktabzug. Hm, machen wir noch schnell. Und auch die Musik ist so schön friedlich. Und allein die Tatsache, dass euch niemand irgendwas kaputt machen kann, ist auch immer schön an solchen Spielen. Der hat so ein kleines Monster da drauf. Komm schon, rate schneller. Hm, kriegt sie wenigstens schon die frischen. Wenn wir schon ganz frische haben, dann soll sie die auch bekommen. Das ist der schiefe Turm von Pizza, nur mit Pancakes. Ja, yeah, und sie ist zufrieden mit uns. Und der Tag ist wieder beendet. Wir haben schon Rang 5 erreicht und kriegen 30 Dollar und ein Fleiß-Sternchen. Ich kann den Begriff irgendwie nicht aussprechen, ich weiß nicht, woran es liegt. Extra.
Und wir werden Toast, Beleger, ich weiß es nicht so recht. Beleger könnte, keine Ahnung. Und wir sind noch aufgestiegen, bevor der... Oh, das Spiel ist schön, aber das kommt alles für später noch. Mal kurz was nachschauen. Oh doch, die Aufnahme läuft. Und wir haben... Raspberries sind eigentlich Himbeeren, aber das sind keine Himbeeren. Für mich sind das Waldbeeren, aber... Naja. So, machen wir mal ein anderes Gleichgewicht hier. Oh, ich dachte, sie will schon... Ich dachte jetzt gerade, die will Toast plötzlich. Dann will die ja bestimmt... Ja, natürlich. Und wie hoch der Turm jetzt schon wird, also wir haben... Da passt schon gar nichts mehr drauf. Also mehr kann man nicht auf einen... Keine Ahnung, auf einen Teller legen anscheinend. Und wir werden später auch ein paar Gäste haben, wo tatsächlich der Teller dementsprechend hoch wird. Weil die halt bestimmte Sachen bestellen. Und dann haben wir gleich wieder einen Star-Customer. Ich kann mich gar nicht entsinnen, was man hier hinten gekriegt hat. Ach doch, ja, jetzt weiß ich es wieder. Doch, ich glaube, Rang 15 hatte ich schon mal erreicht in einem alten Spiel, wo ich noch mal einen ganz alten Rechner habe, auf dem ich keine Let's Plays mehr machen kann. Weil das Ding, ja, angefangen hat, Aufnahmen zu fressen und, ja. Und die Bären halten schon gar nicht mehr richtig, weil die sahen einfach so. Hier sind jetzt auch noch die Waldbären drauf und ich hoffe, da fliegen nicht allzu viele runter, so wie jetzt gerade. Die Hälfte landet neben Teller. Dann auch noch was drauf. Das ist auf jeden Fall sehr bärig. Sieht auch irgendwie lecker aus. So, was kann ich denn für dich tun, Wendy? Schau mal nochmal, was auf dem Grill. Und nochmal ein Pancake. Nur um sicher zu gehen. Ah, das kann man ausliefern. Und was Sheldon hier alles rumrennen muss, also. Dahin, dahin, dahin. Dem wird bestimmt nicht langweilig hier drin. Gut, dass er nochmal... Oh, der sieht wütend aus. Der will bestimmt Pancakes. Das sieht aus wie ein Holzfäller. Johnny! Ja, er will Pancakes. 4 Pancakes. Ich glaube, das haben wir. Diesmal gar nicht so schlecht gewirtschaftet. Nicht so viel Ausschuss produziert. Musik.
gut, ich freue mich, wenn es den Leuten schmeckt. Dann geben sie sehr viel Trinkgeld. Bananen. Gib mir mehr Trinkgeld, ich bin drauf angewiesen. Denn ich verdiene gerade mal 100 Dollar in der Woche. Ich glaube, das ist nicht allzu viel. So, und da bekommt Johnny sein Essen. Ich bin Holzfäller und mir geht's gut. Am Tag packt mich die Arbeitswut. 100% Rating Score bei 20 Bestellungen. Das ist wieder ein neues Begriff vergessen. Ihr wisst, was ich meine. Ah, jetzt dürfen wir endlich mit Bestellungen umgehen. Und haben unseren wöchentliches Einkommen schon um 25% gesteigert. Okay, das Spiel kenne ich gar nicht mehr, aber spielen wir später mal. Und wir bekommen Zimt. Schon Tag 8. Wie die Zeit vergeht in dem Spiel. Das heißt, ich brauche nicht mehr auf Arbeit gehen, weil wenn ich jetzt schon eine Woche nicht auf Arbeit gegangen bin, dann bin ich bestimmt entlassen. Was schlecht ist. Mehr passt nicht drauf. Immer solche Mega-Bestellungen. Was soll denn das alles essen? Obwohl es sehr lecker aussieht. Von den Papa-Spielen gibt es übrigens auch noch eine ganze Menge von anderen Spielen, zum Beispiel die Frieseria und so. Aber ich beschränke mich jetzt erstmal bloß auf das Spiel. Und die Akari möchte Zimt. Wenn sie Zimt möchte, soll sie Zimt bekommen. Dreimal Toast, vorsichtshalber. Und dann auch gleich die erste Bestellung. Ein bisschen Sahne. Und es wird wieder so eine Mega-Bestellung. So, jetzt kommen Blaubeeren. Ja, jetzt bei den Waldbeeren werden wieder die ersten rausfliegen. Ach super, es landet alles daneben. Kann ich nicht ändern. Musste so essen. Ach so, sieht man ja nicht. Und fertig. Die Bestellung ist fertig. Das sieht jetzt nicht mehr so lecker aus wie der letzte, aber es wird ja trotzdem schmecken. Sag ich doch. Mal sehen, was wir noch. Ah. Ich hab deinen Job. Oh, schon der nächste. Oh, anscheinend kommt er doch nochmal. Anscheinend. Weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn die so zufrieden sind. Ich muss sagen, es ist auch schon wieder ein bisschen her, dass ich das gespielt hatte. Da. Also ein paar Monate. Wenn ich schon ein Spiel. Oh, hoppla, nee, das muss runter. Wenn ich schon ein Spiel gespielt habe, dann möchte ich es wenigstens so lange nicht spielen, dass ich wieder einiges vergessen habe. Aber wie ihr schon gemerkt habt, bei den Retro-Games, die ich meistens spiele,
die ich als Kind gespielt habe, da vergesse ich nicht allzu viel. Weil als Kind merkt man sich einfach mehr, glaube ich. Was eigentlich schlecht ist, weil ich glaube, ich hätte lieber Sachen aus der Schule merken sollen, aber hey, was soll's.